Ja. Ich bin nirgendwo hingefahren, Bitch. Ich kenn die noch von der Schule. Wen kennst du? Die hinter uns. War das nicht Fat Patricia? Jo, meint der mich, der Wichser? Ah, weiß nicht da reinfahren. Jo, ja, bist wie? Du... Jo! Achso, ah, okay. Wieder. Mit dem Fahrrad einmal ein bisschen draußen warten. Danke. Wieder. Jo. Er hat echt Schmerzen im Bein. Jo, mein Bein ist kaputt. Ja, da kümmern wir uns sofort um. Bitte einmal das Fahrrad aber wieder raus. Jo. Abo. Okay. Der Herr geht's oder warten Sie einmal? Ich hole ihn gerade einmal einen Rollstuhl, ja? Jo. Ganz kleiner Augenblick. Ja, bring mir mal einen Rollstuhl, Bruder. Also, das Fahrrad draußen. Oh Mann, nee, dieses Scheißdreck. Viel Glück. So. So. Der Herr. Nehmen Sie einmal Platz. Ich habe schon gehört, wir schauen uns das einmal an. Dann, ich war im State Prison, ich wurde da zusammengeschlagen irgendwie und ich musste gerade echt dolle rein und jetzt tut's noch mehr weh. Okay, gut. Ja, fahren wir einmal hier in Flügel A, bitte. Ich helfe Ihnen einmal. Okay, wo? Also. Flügel A hier vorne rechts, bitte. Also jetzt aber ich muss Sie... aber... Nein, mein Bein tut weh. Ja, genau. Gehen Sie einmal vor die Tür. Die Tür mache ich Ihnen gleich auf, weil Sie da nicht durchkommen. Ah, ich komme durch. Doch nicht. Ja. So. Mila, kannst du die Tür aufhalten für mich, bitte? Danke. Obacht. Wunderbar. Oh, ja, Mila. Genau. Au, Entschuldigung. Tut mir leid. Okay. Mila, geht's dir gut? Geht's, okay. Gut, wunderbar. Dann einfach einmal weiter geradeaus und dann einfach dem Flur folgen. Das war nicht gestohlen. Einmal zu Ihrer Rechten. Okay, vorsichtig. So, noch einen weiter, bitte. Gehen wir einmal in Ward B. Sie sagten, Sie haben... bei einer Prügelei? Ich war im State Prison. Okay. Ich war da eine sehr lange Zeit. Aufpassen. Ja, geht, kriegen wir hin. Jo, schenk fest. Geht das? Geht schon. Und ich wurde zusammengeschlagen. Ja. Und dann hat's Knack gemacht im Fuß, am rechten. Oh, okay. Gut, ich kann nicht mehr vernünftig laufen. Ja, okay. Kann sein, dass ein bisschen angebrochen ist. Ja, schauen wir uns gleich einmal an. Hier einmal links. Ach, hier rein? So. Ja, ja, genau, hier in unser Röntgenraum. Ja. Oh, Moment. Aua! Also, nehmen Sie einmal ein bisschen Abstand von der Tür. Okay. Ja, die machst du noch die einmal auf. So. Ja, das mit den Türen und den Rollstühlen ist noch nicht so einfach. Ja. Oh, okay. Aua. Das hat so einen Plan. Ich kann das kleine das ist, Stück laufen, das ist kein Problem. Ja, geht. Okay, komm, so, Mann. So, versuchen wir mal. Ich helfe Ihnen, ich stütze Sie gerade einmal. Steine in so. Aua. Ja, genau. Wunderbar. Komm, so mit. Gehen wunderbar. Nehmen Sie gerade einmal Platz auf der Liege, bitte. Und Sie können bitte einmal. Ja, genau. Ja, hinlegen wäre gut. Dann können wir den einmal. Oder ja, hinsetzen, je nachdem. Ein bisschen ausrichten. Kann ich das Gerät? So. Wunderbar. So, ich schaue mir das gerade einmal an. Das ist der rechte Bein. Das rechte Bein. Rechte tut Bein. Richtig weh beim Laufen. Ja, okay. Gut, tut das. Ich taste das gerade einmal ab. Ja, das tut richtig weh. Okay. Ich habe kaum einen Schuh anbekommen. Ja, okay. Das wird jetzt. Können Sie den vielleicht noch einmal ausziehen? Denn durch den Schuh ist es ein bisschen schwierig, das alles zu sehen. Okay. Ich helfe Ihnen da auch gerne bei. Wunderbar. So, also Bewegung im Fuß geht ab. Geht aber? Also selbstständig kaum. Den Fuß bewegen? Kaum, das okay, ist richtig. Kaum. Gucken Sie ja. Mal. Ja, das sehe ich. Okay, gut. Dann machen wir einmal so: machen wir einmal ein Röntgen von der ganzen Sache. Schauen wir uns das einmal an. Gut, aber zumindest eigenständige Bewegung ist noch möglich. Gebrochen, ja, sehen wir gleich auf dem Röntgen, würde ich jetzt aber erstmal generell ausschließen. Sonst eine kleinere Fraktur oder Haarrisse. Klar, wenn Sie sagen, durch die Rennerei ist es jetzt schlimmer geworden. Aber ist kein Problem. Schauen wir uns einmal an. So, haben Sie noch, ich gebe Ihnen einmal eine Box, da packen Sie einmal ganz kurz alle metallischen Gegenstände rein, bitte, ja? Okay. So. War hier einmal ja, reinpacken. Boah. So, kommt nichts weg, bleibt alles hier im Raum. Ja, klar, kannst du mir noch einmal eine Bleischürze um, lediglich, ne, zum Schutz für die Familienplanung. Okay. Oh, wunderbar. Gut. Guter Mensch. Dann einmal schön still liegen bleiben. Ich mache einmal das Bild. Wenn irgendwas ist, laut schreien, ich stehe einen Raum weiter. Alles klar. Wunderbar.
Matze, vielen lieben Dank für 5 Gifte Subs, Mann. Und Flöckchen, Dankeschön für den Prime Sub 19. Ja, und Cred Dread Classics, Dankeschön für den Prime Sub. Und herzlich willkommen. Oder Handgemenge gehabt. Hat eben leichte Vorverletzungen im Fuß gehabt. Ist jetzt eine ganze Zeit lang wohl gerannt. Oder hat irgendwelche, also ne, auf jeden Fall sich aktiv bewegt. Und die Schmerzen sind jetzt wohl schlimmer geworden im Fuß. Also eigenständige Bewegung geht noch, zwar also eingeschränkt und auch unter Schmerzen, aber geht auf jeden Fall. Ich würde jetzt, also klar, jetzt erstmal den Röntgen machen, aber so einen kompletten Bruch würde ich vielleicht ausschließen, eher sowas ja wie Haarrisse oder leichte Prellung, irgendwie sowas. Ja, schauen wir mal. Der Medic, Alter. Und ein schönes Mikrofon, das gefällt mir immer. Von wegen verprügelt worden, wahrscheinlich nur eingewachsener Zehennagel oder Fuß der Mittelstoßen. Okay. Wird ja wild. Ich versuche mal einen Rollstuhl zu bekommen, weil ich echt nicht laufen kann, Ize. Ich würde ihn vielleicht jetzt ziehen. Du sprichst mir aus der Seele, Thema Mikro, yo. Ich finde das richtig angenehm, wenn die schöne Mikros haben. Ja. Und hat mich halt und so, Kurt ist da fast am Stellen und er redet von einer leichten Prellung. Ich lass mir auf jeden Fall meinen geben. Ja. Dann fahren wir mit 120 km/h mit einem Dings über eine Map hier. Ja, gut, okay. Gut, dann, oder Krücken. Krücken gibt es auch, aber gibt es hier noch nicht. Oder soll ich den mit rübernehmen? Gibt richtig viel Stuff für die Medics, Alter. Richtig schöne Sachen. So Armbinden und so, Gips um Arm und all den ganzen Quatsch. Ja. Das werde ich dir noch alles reinboxen, damit die schönes RP machen können. Und hallo Hetzer und hallo an alle, die eingeschaltet haben gerade und die ich nicht begrüßt habe. Wunderschönen guten Abend, ihr wunderschönen Menschen. Ach so, oder? Ne, den Rollstuhl kannst du nicht hinter den Fahrrad hängen. Wunderbar. Ja, also, scheiß tut echt weh, Doc. Ja, ist an sich kein. Gut, kriegen wir hin. Sieht bis jetzt noch nicht sehr lebensbedrohlich aus. Ich nehme sie noch einmal mit, immer rüber ins Patientenzimmer. Dort können wir dann einmal die Pflege und behandeln. Hallo. Ja, alles weitere. Ich gebe Ihnen gerade einmal diese. Ich nehme Ihnen einmal die Bleischürze ab und gebe Ihnen einmal Ihre Privatsachen zurück. Wunderbar. Wunderbar. Perfekt, ich habe auch schon geguckt, eins ist noch frei. Ich sag gleich, was dazu. Genau, wir gehen da einmal rüber. Schuhe können Sie ruhig noch eben so lange auslassen, dann müssen Sie sich nicht unnötig an- und ausziehen. Okay, aber ich will keinen Fußpilz bekommen, ne? Das, Hier wird regelmäßig sauber gemacht. Ja. Okay, vorsichtig. Jawohl. Okay. Super. Es tut richtig weh. Ja, können auch direkt hier vorne wieder in den Rollstuhl rein. So. Da müssen Sie nicht so viel laufen. So. Versuchen Sie mal. Geht das? Jawohl. Ja, wunderbar. Sehr schön. Folgen Sie mal einmal. Der Kollegin. Ich halte gerade nochmal die Tür auf. Ach, ich parke kurz hier. Ja, gut, geht vielleicht auch. Es macht die Sache einfacher. Geht das? Ja, wunderbar. So. Dann nehmen Sie gerade einmal Platz, bitte. Reicht, wenn Sie sich hinsetzen, brauchen Sie sich nicht hinlegen. Du machst den Patient fertig? Wir haben alles abgesprochen. Gut, dann gehe ich nämlich zum nächsten. Okay, alles klar. Gute Besserung. So, also, ich mache hier Ihnen einmal, also es sieht folgendermaßen aus, die Röntgenbilder haben keine schwerwiegenden Brüche oder sonstiges ergeben, es lediglich, also sieht aus wie eine Bänderzerrung, beziehungsweise eine leichte Prellung vom Fuß oder Fußgelenk, da bestätigt sich dadurch, dass durch starke Belastung, beziehungsweise das Rennen der Schmerz jetzt noch schlimmer geworden ist. Ich gebe Ihnen einmal vorab eine Schmerztablette. Ich musste gerade von dem Körper abhauen, deshalb tut es jetzt noch mehr weh. Gut, das habe ich jetzt erstmal nicht gehört, aber. Nein, die haben mich festgenommen kurz. Ach so, okay. Ich bin nicht auf Flucht. Gut, genau, die Schmerztablette einmal nehmen, dann wird es für den Anfang erstmal besser. Ich mache Ihnen gerade einmal, wir würden jetzt einmal eine Schiene drum machen, dass Sie noch weiter umkriegen und das noch schlimmer wird. Mache ich einmal einen Verband noch mit einer Salbe drunter. Und wenn Sie das dann für die nächsten Tage erstmal ein bisschen ruhig halten, 1-2 Tage, dann sollte das auch schon wieder gehen. So, okay. Schauen wir einmal. Halt auch so nice, dass du im Sitzen trinken kannst und so ein Shit, ne, Alter. Macht einfach so viel aus. Außer, dass du natürlich das machst. Aber das einmal. Kann ich ein paar Krücken haben oder so? Sie kriegen tatsächlich einen Rollstuhl mit.
Den müssten Sie allerdings bitte wieder in 1 bis 2 Tagen, wenn es wieder in Ordnung ist, wieder hierher bringen. Okay. Das passiert erstmal auf Vertrauensbasis. Ne? Weil wir sind ja ein Krankenhaus und wir haben Vertrauen in unsere Patienten. Na klar, bring ich den zurück. Sehr gut. Wegen, Junge. Wunderbar. So, dann haben wir einmal die Schiene dran und den Verband mit der Wund- und Heilsalbe. Gut, das wäre es erstmal soweit. Ich gebe Ihnen noch für später nochmal 1 Tablette mit. Okay. Falls es nochmal schlimmer werden sollte. Ja, soweit, so gut. Haben Sie sonst noch irgendwelche Schmerzen oder tut Ihnen sonst noch irgendwas weh? Nee, nur das Bein. Okay, gut. Dann würde ich Ihnen jetzt einmal helfen, dass Sie Ihre Schuhe wieder anziehen können über die Schiene. Machen wir ein bisschen weiter, dann passt das. Wow. Oh, ich glaube, das geht nicht drüber. Ich bleibe lieber barfuß. Ja, ist vielleicht auch besser. Ein bisschen frische Luft ist ein bisschen angenehmer am Anfang. Okay, gut. Dann kommen Sie einmal. Kriegen wir einmal hin, dann gebe ich Ihnen gerade einmal den Rollstuhl. Können auch den nehmen, den Sie jetzt vorher auch schon hatten. Ja, und den draußen, der ist schon gut eingestellt. Ja, genau. Dann nehmen Sie ruhig einmal wieder Platz. Ich weiß jetzt nicht, wo Ihre Frau ist, ob sie in der Eingangshalle wartet oder sonstiges. Die wartet draußen wahrscheinlich. Ah, okay. Gut, dann fahren wir einmal zurück. Geht ja, sieht ja doch relativ sportlich aus, wie Sie mit dem Ding unterwegs sind. Genau, einmal links. Ich mache Ihnen einmal wieder die Tür auf. Er hat mega die angenehme Stimme, Alter. Aua! Ah, okay. So, versuchen wir nochmal. Geht das? So geht. Ja, wunderbar. Ich habe schon ohne Rollstuhlprobleme manchmal durch die Tür zu kommen. Ja, passt alles. Der Kollege hat die Schiene gekriegt, hat eine Salbe gekriegt. Wann muss ich wieder kommen? 2 Tagen, ne? Ja, 1 bis 2 Tagen, je nachdem, genau, wann es besser wird. Ne? Wenn es morgen wieder in Ordnung ist, kommst du morgen wieder. Und wenn es in 2 Tagen jetzt besser wird, dann kommst du in 2 Tagen wieder. Okay. Hallo. Ja, so, dann genau. Dann sehen wir jetzt mal raus, ne? Ja. Oh. Haben wir noch mehr? So. Ja. Oh, ui. Entschuldigung. Ich kenne mich noch nicht so gut aus, ich bin erst 2 Tage. Da steht Main Hall. Naja, ich kann nicht so gut lesen. Aber sie sind ein verdammt guter Doc. Ja, ach, wenn jetzt alle da vorne mal weg sind, ey. Aber. Oh. Einfach, ja, halt mal mit die Tür auf. Wunderbar. Genau. So. Fahren wir einmal. Also nicht. Ja. Erzählen Sie Ihrer Frau selber, was ist, oder soll ich kurze Zusammenfassung geben? Nein, die glauben mir nicht. Erzählen Sie ruhig. Hallo, Mila. So. Also, ja, Ihr Mann hat nichts Lebensbedrohliches, es ist alles in Ordnung soweit. Ich lediglich kleine Prellung am Fuß, beziehungsweise eine Zerrung, die Bänder gezerrt am Fußgelenk. Nichts Wildes soweit, hat jetzt eine Schiene gekriegt und einen Verband mit einer Heilsalbe dazu. Sollte sich jetzt etwas ruhig verhalten, kriegt jetzt von uns erstmal den Rollstuhl mit, bis es besser wird. Also 1 bis 2 Tage veranschlagen wir normalerweise bei sowas. Wenn es natürlich schlimmer werden sollte, kommen Sie wieder. Aber wenn alles soweit in Ordnung ist, dann und alles dann super verheilt und alles wieder funktioniert, kommen Sie einfach dann wieder, wenn es besser wird. Und geben einmal den Rollstuhl wieder. Bleibt ja, erstmal genau. Hier drinnen, da draußen ist eine Massenschlägerei. Oh, ich will zusehen. Ja, okay. So, aber ich würde Sie beide bitten, kurz einmal drinnen zu bleiben. Draußen ist gerade ein bisschen die Hölle los. Nicht, dass noch ja, meine Frau beschützt mich schon, keine Sorge. Ich ist knallhart. Ah, okay. Dankeschön, Doc. Ja, gerne. Gut, dann dann müssen 2 Tage. Ja, bis demnächst. Schönen Abend. Dann hau rein. Ciao. Oh mein Gott, das war ein Was ist denn hier los? Scheiße, sitzt du im Rollstuhl, Mann? Ja, mein Bein ist am Arsch. Oh, wir haben gerade ein paar Rednecks verprügelt, Mann. Das ist hier weg. Ja, und haut ab. Schon wieder die O'Neill. Wohin, Mila? Okay. Yo, Bro, wir hatten gerade Schlägerei mit den Rednecks. Ja, und dann verpisst euch, meine Cops sind unterwegs. Ja. Idioten. Ui. Ja, ran, toi, toi. Warum läuft ja? Herr Officer, wir haben auch noch ein bisschen geschwächt. Geht mir schon mit ab. Hm? Geht mir schon mit ab. Keine Ahnung. Lass mal abhauen. Warte auf mich. Ja, oh, das geht's voll schnell. Das voll schnell. Der kann mich auch gerne überweisen. Ui, ach gut. Mila, Hilfe! Oh, wie gut!
Ich kann, ich weiß nicht, wie ich bremse. Ah, jetzt weiß ich. Der hat mir nicht gezeigt, wie man bremst. Du bist halt voll außer Gefecht, jetzt ist mit 2 Tagen, ne? Nein, ich kann laufen, aber ich sollte Fuß schonen. Also ich kann laufen, hab eine Schiene dran. Warum? Ja, weil der gesagt hat, 2 Tage musst du da drin hocken. Nee, das, nein, nein, nein. Ich soll nur den, den Fuß halt schonen, im Bein. Ja, deswegen sag ich doch. Ja, nur schon, aber ich kann laufen. Ja. Ja. Willst du auch mal sitzen? Ich glaube, ich fahre gleich nach Hause. Ja, habe ich mir fast gedacht. Wobei, ich schau noch mal eben schnell kurz beim PD vorbei. Okay, ich gehe zum Stall, ne? Warum sitzt du im Rollstuhl, Mann? Was mein passiert? Fuß am Arm, oh mein Gott. Ich glaube, die haben diesen Trader verhaftet. Ich glaube, der hat auf einmal einen Schlagring gezogen, Mann. Das Ding kannst du tatsächlich tunen, ne? Ich weiß nicht, Mann, die Rednecks haben da Stress gemacht. Ja, und dann bleibt ihr da. Obwohl ihr die verkloppt. Nö. Wo Cops rauskamen, bin ich dann weg. Ja, aber Jojo und so nicht. Jo. Ja, was, yo? Weißt du, ein Motherfucker hat einen Schlagring ausgepackt. Ja, ihr bestimmt. Ja, die Jungs haben gesagt... Oh, vorsichtig, Mann. Ja, pass auf, du Wichser. Die Jungs haben gesagt, dass das Trey war. Was ist das denn für eine blöde Kuh? Jo, wer bist du denn, Mann? Hey, was geht? Oh mein Gott. Ich bin Case und ihr? Yo. Nicht ja. Interessiert. Wo ist Mila? Die wollten irgendwas gucken gehen. Ich fahr mal nochmal zum Krankenhaus gucken, hä? Wo fahrt ihr jetzt hin? Zum Store. Alright, ich komm da gleich hin. Jo. Das Ding ist voll schnell. Ehrlich? Guck mal, wenn ich mir richtig Mühe gebe. Ja, was geht ab? Ich weiß nicht, ob ich da tanken muss, das werden wir später sehen. Ja, du wartest. Ja, du Wichser. Geht's dir gut? Na klar. Ich brauch ein paar neue Träder. Doch nicht. Jo, kann ich und durch? Jo. Wir sind ein bisschen kacke im Weg, sorry. Oh, was passiert? Sieht gar nicht gut aus. Ich weiß nur, die Rednecks, die haben mir zu TK gesagt, da wird die Cops rufen und so und dann wird eins zum anderen. Mhm. Hier! Ich hab mich mit so einem Sitz gebockt. Der braucht locker 2 Sitze im Zug. Allererste im Katalog. Ne, den habe ich auch gesehen. Das war so ein anderer. Ich hasse diesen Store. Ich hasse ihn so abgrundtief. Ich hasse ihn einfach, Alter. Ja, aber Trace wohl mit einem Schlagring gekommen oder so. Ich würde die jetzt nicht töten oder so. Da bin ich auch direkt weg dann, oder was ich mitbekommen habe. Irgendein Motherfucker hat mich angesprochen vom Krankenhaus. Mit grünen Bandana, ne, vom Krankenhaus. Er meinte, yo, gehörst du zu denen da drüben? Ihr seid doch hier so aus der Southside und sowas. Meinte ich, ja, kann sein. Ja, und dann meinte er, okay, der hätte eventuell irgendwie ein Geschäft für uns. Wer?
Irgend so ein Typ, der mich vom Krankenhaus... Oder wir rollen. Was geht ab? Haten. Irgendwie schon, ja. Rollstuhl, Kai? Mein scheiß Fuß ist am Eimer. Echt, was hast du gemacht? Wurde im State Prison zusammengeschlagen. Von wem? Irgendwelchen Aztekas. Scheiße, mega. Hast du ab, Mila? Hm? Gehst du weg? Gehst du schlafen? Ja, ich denk schon. Warum? Ja, wie? Ja, weil du schlecht Laune hast, ne? Nee. Na klar. Das merkt man voll übel. Hä, wo hab ich denn schlecht Laune? Na klar, Laune? Redest die ganze Zeit nicht, bis voll grumpy, gibt's immer patzige Antworten. Ist überhaupt gar Na nicht Na klar, wahr. Ist wohl so. Nee, ist nicht. Ist ja wohl. Boah, nerv mich nicht. Siehst du? Ja, jetzt, weil du mich nervst. Nee, schon die ganze Zeit. Dann geh doch. Jo, nix denken, wir sind jetzt die größten Pussys. Warum? Wegen dem Schlagring, glaube ich. Mann, was war das schon wieder los? Scheiß auf die. Bruder, die sind zwischenzeitlich mit 3 Mann auf mich draufgegangen. Ich hab gar nichts mehr gesehen, außer Schläge, Mann, außer Fäuste, die mir in Gesicht geflogen sind. Ich hab da nur noch Klinkern hören. Da hat irgendjemand Schlagring ausgepackt, Mann. Ja, da hab ich mich auch direkt Trank verpisst dann, Alter. Ja, keine Ahnung, wer da war. Richtig uncool. Ja, Trey, du dreckiger Drogendealer. Yo, was geht? Brauchst du was? Nö. Hä? Hast du was? Und der braucht ein paar neue Beine, oder? Hey, ich brauch ganz was. Viel. Trey, gib mal was, warte. Das kostet, mein Freund. Ja, wie viel? Was willst du haben? Gib mal so Joints. Hast du noch so eine Tablette? Joints oder Dirty Sprite? Ne, war meine Liste. Boah, alles. Ich hab mich gerade bekommen. 120, Mann, Joints sind $100. Ja, okay, Ausnahmen. Ja, was willst du haben jetzt? Ja, beides. Ja, man kann nicht rauchen, fuck. 220. Ja, ja, klar, bleibt der Rutsche. Ja, okay, das ist die Ware, dann das Geld, Mann. Fick dich, von wegen. Ich. Du machst keine Geschäfte, Mann. Wo gespannt denn zuerst das Geld, Mann? Ich hab grad eine Schiene am Bein, ich kann nicht wegrennen, verstehst du? Ja, ich versteh das. Also erst das Geld und dann kriegst du die Ware, ganz einfach. Okay, ich muss zum Automaten. Ich brauch eine andere Kette, Mann. Och. Yo, Curtis. Was denn? Was haben die gesagt, wann geht's mit deinem Bein besser? 1 bis 2 Tage soll ich ausruhen. Ey, hast du dolle Schmerz oder geht klar? Ja, aber jetzt gerade geht klar, ich bin Schmerzmelde bekommen. Keine Sorge, Bro, siehst trotzdem fresh aus. Keine Ahnung, habt ihr ein Taxi gerufen? Warum willst du dich auf meinen Schoß setzen? Heute alle so genervt drauf, Alter. Ich verstehe nicht, warum. Bei mir kann man halt ja verstehen. Ich bin immer genervt. Ali, was geht ab? Der Curtis! Yo! Baby, was ist da passiert? Mein Fuß kaputt. Doch, ich kann mir schon sagen, war das diese Frau, Melua? Was mit der? Hast du dir das angetan, Baby? Nein, Mann, im State Prison. Doch, kann ich mir schon sagen. Nein, Mann, Ali, im State Prison. Wallah, die ist gefährlich. Ja, die ist echt gefährlich. Doch, er hat mich auch gerade wieder angeschrien. Ich habe eine Idee, Habibi. Was denn? Wenn sie das war, dann tu so, als wäre sie das nicht gewesen. Ali, du musst mir einen Gefallen tun. Mein Rücken juckt. Kannst du mich kratzen? Komm schon, doch, Ali. Kratzen? Oh, bitte. Nein, nicht auf dem Boden, mein Rücken. Fuck, was machst du, Ali? Bist du bescheuert? Keine du sollst mich treten, Mann. Du sollst kratzen, Ali, kratz. Der Scheiße, ich rufe Arzt. Nein, du musst... Ah, jetzt geht's schon wieder. Warte, Mann, du bist doch für nichts zu gebrauchen, Ali. Warte, ey. Jo, was geht bei dem? Hast du einmal nicht hingeguckt, Ali? Da habe ich fast den Führer verpasst, oder wie? Jo, der ist... Alter. Habibi. Geht, Bruder. Er will nicht darüber reden. War das Melua? Nee, die Mila schlafen. Die ist müde. Habibi, der hat dich wahrscheinlich mit dem Messer bedroht. Ja, und Mila hat Ali vorhin mit dem Messer bedroht. Leute, ich habe akzeptiert das nächste Mal nicht mehr. Jetzt seid ihr quiet. Da. Wo ist Glizzy? Ist der drüben? Keine Ahnung. Geh mal gucken. Lass rüber. Ali, schau wieder ab. Bei, warte. Was denn? Da hast du jetzt den Gutschein dabei. Ne, ich hab den nur zu Hause, ich war noch nicht zu Hause. Und ich habe dich in der Blick. Ja, mir wird schlecht. Warum?
Ich hab dich im Blick. Und wir haben uns im Blick, Habibi. Genau. Jo, Chris, hast du G war, gesehen? Du mir anrufen, Habibi. Ich war auch. Ich glaube, das ist ein Shop. Was geht ab? Hey, da drüben sind ganz, ganz komische Leute drin gewesen, wa? Wo? Wo? Da, gerade so. Ja, wo? Ja, in dem Klamottenladen. Scheiß Nampas-Kinder? Naja, keine Ahnung. Irgendwelche Typen. Hellhäutig, keine Ahnung. Ich hab leider keinen von den Nampas-Kindern gesehen, Mann. Ich hab vorhin zwei Stück gesehen. Ich glaub, der kam irgendwie aus der Umkleidekabine nicht raus, weil er ganz was geschrien hat die ganze Zeit. Ich komm hier nicht raus, ich komm hier nicht raus. Wenn die sind, halt, wenn du die siehst, man sagt Bescheid, die Wichser haben mich gestern gejumpt im State. Wen? Die Nappes-Kinder, Mann, die Ballers. Was ist denn Glizzy, der Motherfucker, und G schon wieder? Die haben schon auf mich geschossen, Alter. Da ist Glizzy da vorne. Die blöden Penner. Die haben mich gestern gejumpt im State. 3-1. Was ist mit dir? Ist es noch vom Taxiunfall? Nur was im State. Der wurde kaputt gehauen. Ja, ja. Scheiß Drogendealer. Hast du selber vergiftest schon unsere Freunde. Stimmt. Hast du selber schon gekauft, du blöder Wichser, ehrlich. Das sind $100. Wo Master of Max, danke schön für den Wichser im 8. Monat. Guck, da bin ich wieder. Was geht? Welcome back. Elitär Raldefo, danke schön für den Prime Sub im 7. Und Flunsch, danke schön für den 10. 10 Monate schon. Tinkerpäckchen. Nur diese Dings-Animation ist noch kacke. Ja, aber das ist so, ich verstehe nicht, was das sein soll. Wenn er sich am Rücken kratzt, zum Beispiel. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Dafür nimmst du $220. Ja. Ja, rippst du den Motherfucker? Wer? Du! Nein! Die Preise haben wir damals auch schon. Ja, und du tauchst auch und bist 2 Monate nicht da und jetzt kommst du wieder. Ja. Du stinkst den Kopf. Bist du ein Kopf? Ja, ja, ein Kopf rennt auch mit so vielen Drogen rum, Alter. Wer weiß, vielleicht bist du so ein Undercover-Kopf. Ja, ja, klar. Was denn klar? Fick dich. Fick du dich, Alter, du Krüppel da. Was ja, sagst was du zu du? Mir, du Wichser? Krüppel. Was sagst du, Wichser? Fick dich. Oh, Alter, ich hab schon eine Schiene. Fick dich, Mann, fick dich. Stell mir vor, du... Das sagt man nicht. Kriegt rein in eine Folie im Pommes, Junge. Na, meint das nicht ernst, ne? Das ist RP. Immer mit der Ruhe. Ihr seid heute richtige trostlose Motherfucker. Schon den ganzen Tag. Wie? Alle haben schlechte Laune. Ich hab gute Laune, Mann. Mila ist die ganze Zeit grumpy. Überleg, ob ich meine Dreads abschneide oder nicht. Habt ihr die Motherfucker Rednecks links weggehauen? Ja, Mann. Also ich bin ehrlich, Mann, wäre das weitergegangen, hätten die mich bestimmt ausgenockt. Jo, das ist ein Nappaskin. Fick dich, du Loser. Du kleiner Wichser. An deine scheiß Schnauze. Scheiß Nappaskin. Yo, chill. Chill! Du Wichser, hä? Pack mal einen Motherfucker. Oh! Gute Nacht, mein Freund, gute Nacht! Yo, Jojo, sind am Feuer. Ich muss mir, glaube ich, auch noch ein Eisen kaufen gehen, Mann. Meinst du, wird mir wieder weggenommen? Ja, sind die auch von diesen Bullers, Mann. Hau rein, Pete, schlaf gut. Die da an der Membra. Die gerade geparkt haben? Die tragen Purple, guck mal. Ja, aber ich glaube nicht, dass das Nabaskinder sind. Hey, where you from, man? What's happening? What's hanging, fool? Ja, wo ist der Wichs hingelaufen? Abgehauen.
Ich will nicht was kaufen. Wollt ihr dich da aus dem Rollstuhl ziehen oder was? Der Wichser, ne? Motherfucker. Genau wie der Körper gerade. Wir sind in die Projects gerannt, die verfolgen uns auf dem Fahrrad. Mil und mich. Hab ich zu dem Wichser gesagt, wollte mich knüppeln, Alter. Obwohl ich verletzt bin. Ja, die haben keine Skrupel, Alter. Ich nö, die knüppeln ja, die haben von Fahrrad, die haben mich schon. Ja, Junge, die haben. Die, der eine überfährt mich, Alter. Letztes Mal wurde ich vom Dach gestoßen, Junge. Die sind komplett irre, Alter, in der Birne. Oh, man kann sich anschneiden. Ehrlich. Trey, was ist denn das für eine Sorte, Mann? Wie heißt denn dein Weed? Jojo, was geht denn bei dem? Warte. Will der Stress machen? Fuck, Alter, was will der denn? Ich glaub, der will Stuff kaufen. Yeah. Kommen Sie, kaufen Sie. Beste Weed der Stadt. Yo, what up? Du mal Wichser. Yo, kaufen, verpiss dich. Yeah. Ja, genau, jetzt verpiss dich, du blöder Wichser. Ja, man, get your walk on, bitch. Yeah, what up, bro? Was good? Er lässt einfach seinen Homie in der Karre verschimmeln. Kannst du weitergehen, Drogen Bro? Zu kaufen. Was ist mit dem? Weiß mal, was willst du von mir? Verpiss dich. Will der auch verpiss dich. Was sind diese Crackheads? Die kriegen nicht genug. Hau ab! Wichser. Ja, besser rennen, Mann. Besser rennen. Was sind das für Waschlappen? Ich glaube, wir haben ein Auto, Mann. Guck beide uns ab. Im Wichser hol ich mir. Jetzt zieh ich runter und versohl den Arsch. Scheiße, ich pass mal lieber auf, nicht. Bleib stehen, du dummer Motherfucker. Einfach so cool mit dem Rollstuhl. Der ist auch noch ein bisschen zu schnell. Yo, bleib stehen, Bitch! Wo rennst du denn hin? Hey, asshole! Was für... bleib liegen! Ja, der beste Renn, Motherfucker. Und jetzt will er in die andere Richtung. Schande! Schande über dich. Steig in deine scheiß Karre und verpiss dich hier. Ja, besser so, wenn du wegrennst, Mann. Besser für deine Nase. Oh mein Gott, soll ich meine Waschanlage mit dem Ding fahren? Ich würde erst Lutscher sagen, jo. Guck mal, ich kann Wheelie. Los, lauf, Bitch! Ein doch auch schon Bild. Wieder so ein Napperskin. Warum schreit er so, Mann? Nice fucking drive! Scheiß auf den. Scheiße, ich Lego, Mann, aber nur meine Mom nimmt mich so. Was, Lego? Leo, Mann, L-E-O. Ach so, Leo. Ja. Ich dachte Lego. Motherfucking Glizzy, yo. Glizzy. Glizzy. Der ist what's up. Yeah, man. I don't speak your speak, motherfucker. Hella hungry. We don't bang caps here. Ja, kurze Question, Mann. Die. Yo, was geht ja, mit was dem? Was machen wir jetzt? Ja, hast du meine. Yo, Trail, deine Kunden sind richtige ja, Crackheads, Alter. Die bleiben einfach mit auf der Straße stehen. Ey, dem verkaufe ich kein Weed, Alter. Guck dir den an. Ja, scheiß Mann, hast du auf mich geschossen, Alter. Der ist Boas-Fan, Mann. Der rockt Boas. Verpiss dich, du Boas. Hund. Verpiss dich, Mann. Mach dich weg. Ich glaube, der steht auf deinen Spucke. Wrong turf, fool. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Ja, scheiße. Verpiss dich. Oh. Good night, good night. Krass, weißt du, Mann. Wollen wir vielleicht weg hier, Mann? Jojo, lass abhauen. Gute Nacht. Platz da! Jojo, lass den Placker, Mann! Oh, he did what? Oh, you know, I'm doing what I gotta do. I'm about to rush. Bye, have a beautiful day. Was willst du, Motherfucker? Los, guck mal hinter dir!
Come on now, Mama. Fangst kommen schon. That's right. I'll come by and see you soon. Yo, steck fest. Ach so, hast du dir jetzt meine abgespeichert? Ja, warte. Ah, ich will Eulen rauchen. Ja, zeig mal her, das Ding, Alter. Lass mich mal kurz eine Runde damit fahren. Mach den Scheiß nicht kaputt. Okay. Nein, nein. Ich die Scheiße bezahlen. See me rolling. Man, I love them Ray. Ja, oh, FCK, danke schön für den Restart in 27 Monaten, Bruder. Heute ist echt nicht viel los, ne, irgendwie? Aber wir haben jetzt gleich schon wieder 11 Uhr, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Und Gang, ja, genau. Was machen wir jetzt? Alright, okay, bis gleich. Ja, was macht der mit meinem Rollstuhl, Alter? Fährt sich gut, ne? Berg auf, Leo. Was denn? Ich hab dir so ein Bike geklaut, Mann. Nimm mich nicht Leo, Mann. Nimm mich Glizzy, wir sind auf der Street. Oder, Leo, hast du dein Bike schon abgeholt? Wer hat sein Bike abgeholt? Fahrrad, Mann. Wo ist G eigentlich schon wieder, der Wichser? Ist so der Wichser. Du hast das schon abgeholt? Stimmt, ja. Okay, weil der irgendeins noch reserviert für einen von unseren Jungs. Aber er weiß nicht mehr welchen. Nie Glück. Nie Glück. Alright, sag ich ihm Bescheid. Keiner gönnt, Mann. Keiner. Scheiß Robolose. Jo, hat sich wer von euch ein Bike reservieren lassen? Nö. Nein, Mann. Will noch wer eins haben? Ja, hier Glissi oder nicht? Der Glissi hat eins. Ja, zwei. Ich hab noch keins, Mann. Was kostet so ein Bike? $500. Oh. Muss ich aber vorher zum ATM, ne? Ich muss warten bis Monatsanfang, Mann. Okay. Alright, spring rauf, Glizzy. Ja, komm! Let's go. Lass du PDM, ey, oder? Oh mein Gott. PDM, kann ich hier mit drauf springen oder so? Scheiße. Nur dein Fahrrad stand da davon, Toy. Ja, aber ich hab Dingens. Ich hab eine Schiene um beim. Fahr beim G mit, jo? Dann fahr beim G mit hinten drauf. Also treffen wir uns. Charlie muss laufen. Ja, ich komm nach. Was geht ab, Pascal? Und hallo, Kingdal. Oh, du kannst sogar das Tempomat anmachen. Morgen kann ich den wahrscheinlich abholen, morgen Abend. Hallo, Cordia. Oh, fresh. Naja, sieht auf jeden Fall heftig aus, Mann, was der mir da gezeigt hat. G, was ist jetzt mit dem Auto? Hast du geklärt? Nee, noch nicht, Mann. Ich kümmere mich dann nachher drum. Wie kommst du auf mein Fahrrad drauf? Ich hab den abgeschlossen, verdammt. Ach so. Jetzt lässt das stehen. Und jetzt lässt das stehen, was dir dumm, Alter. Oh mein Gott. Ja, das auch mitnehmen. Ja, bist du bist du irgendwie dumm oder so? Schau dir, hast du gekifft, Mann? Was ist mit dir, Alter? Nix mit, Mann. Nee. Ey, wollt ihr was kaufen, Jungs? Ihr wollt kaufen? Ja, ein bisschen. Oder vielleicht. Ja, ja. Fährlich. Trinken, essen? Nee, damit musst du. Bruder, das ist ein Rollstuhl. Was willst du denn da tanken? Benzin? Das zweite auf BMX auch 10 vor 10. Ja, oh Mann, auf jeden. Das sind so richtig kleine Sachen, die einfach so Bock machen. Wird sich das aber langsam, jo. Klar. Füllt sich, dann gehen wieder einige, weil die denken, yo, irgendwie verbuggt oder so ein Shit. Das ist noch Beta, ne? Er wird angetrieben durch meine stählernen Muskeln, IC. Kannst du den tunen? Kannst du tatsächlich, jo. Kannst du andere Felgen draufhauen. Aber sonst war das. Also du kannst so richtig Autofelgen und so da draufpacken. Ja, Burnout geht nicht. Wann steht da Pisswasser schon immer? Pisswasser ist die Biermarke in GTA. Neue Chan, nee.
Das ist Curtis. Aber ich rede gerade mit euch. Bist du noch damals schalt, als ich immer mit Curtis Stimme durchgequatscht hab? Naja, Wheelie geht auch nicht. Das ist ja auch eigentlich nicht da, um rumzutrollen oder so, ne? Oder zu flexen. Das ist halt für Krankenhaus-RP. Es gibt auch noch Krücken, die habe ich schon gesehen. Es gibt diese Armschienen. Für links und rechts, wenn du einen Arm oder so gebrochen hast. Es gibt Gips und so. Verbände für den Kopf, Alter. Es gibt richtig viel Stuff. Verstehe auch nicht, warum kaum einen Server. Also zumindest habe ich das noch nie irgendwo gesehen. Sowas nutzt. Ihr könnt es mit Batsch beim State Prison, Bruder. 3 Tage lang. Natürlich das IC ein bisschen länger, ne? Habe ich mir den Bart wachsen lassen. Darox kann ich gar nicht sagen, ne? Weil ich halt wie gar nicht so viel gespielt habe. Nur auf The Bowie. Und wenn überhaupt nur 4 Stunden. Aber ich glaube, es ist vom Sing der gleiche Sache. Oh, Jack schon aus dem EP raus. Aber wir haben schon 11 Uhr, ne? 3 Jahre Bart IC. Pack dich ein bei 2 Steinen. Guck, keine NPCs da. Nee, die Haare kannst du dir selber setzen, Bart. Einer der wichtigsten Jobs im EP, aber gerne mal undankbar. Eigentlich nicht der wichtigste Jobs. Nicht der wichtigste. Wir haben ja auf Alternate auch gezeigt, dass man eigentlich keine Medics braucht. Weil der Medic-Spieler sind gerne mal so richtige Snowflakes. Ich hab Rot, das schaff ich. Aber schon. Jo! Sag mal, willst du mich verarschen? Mich fast kaputt gefahren. Schieben geht noch nicht, aber wird auf jeden Fall kommen. Richtig Bock drauf. Man kann mich aber raustreten und auch raustackeln. Jojo, was geht ab? What up, yo? Jo. Empfehlen. Soll er selbst sagen, Mann. Was ja, erzähl denn? Jaco mal, was mit deinem Bein passiert ist. Was? Was erzähl mit deinem Bein Jaco, passiert? Was mit deinem Bein ich wurde im State Prison zusammengetreten. Wo hier? Weißt du, wem? Ist das meine Marsch? Aztekas oder so. Ah. In so einem scheiß Gang. Die Motherfucker Red von den Rednecks hier, die haben hier vorhin Ärger gemacht, ne? Was, im PDM? Ja, ja, man munkelt, dass den im Krankenhaus da aufs Maul gehauen wurde. Ich weiß doch von wem. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Ja, wenn die Motherfucker hier Faxen machen, dann ficken wir die. Ja, alles sag gut, Bescheid, gut. Ne? Boxen wir die zurück Ärger macht nach dem Norden. Sag, ruf einfach ran. Okay. Was sind die anderen, das. Jojo? Ich weiß nicht. Wer hat sich jetzt ein Bein gekauft? Der Leo. Glizzy, du Wichser. Kommen wir wieder zum Store? Mr. Killer Daddy, dankeschön für den Prime Sub im 7. Yo! Was zum Teufel? Okay. Ja, aber also was ist dann, also was stellst du dir denn vor? 1 bis 2 Tage, Derox. Meine Vorstellung. $200? Ja. Ich weiß nicht, ob man den Scheiß auf der Straße für $200 los wird, ne? Ich sag's dir ehrlich. Was ist denn das für eine Karre? Bro.
Das ist dieser Bitchbulle. Jo, was ist das für eine Karre, Alter? Kokett, dezent. Ai. Ja, jo, warum so aggressiv, Bitch? Der ist wild, Mann. Bitch, ich geb dir gleich Bitch. Fick dich. Der sitzt im Rollstuhl, Mann. Du Bitch. Kleine Bitch. Ist so Bitch. Bitch ass. Jo, ich fahr rückwärts. Hilfe. Und wie viel ist das? Ich komm nicht hoch. Yeah. Aber $200 kann ich halt nicht versprechen, Mann. Da müssen wir. Nein, das brauchst du auch nicht. Was macht die jetzt? Kurz meine Vorstellung. Gehört er zu dir? Ja, ja. Jojo. Hast du eine leichte Ahnung, für wie viel man so Schmerzmittel auf der Straße los wird? Straight up aus dem Krankenhaus, das Zeug. 30er bezahlt pro Packung. 30er? Ja. Ernsthaft? Ja. Aber ich denke mal, die Preise sind auch gestiegen. Der wollte letztens. Ja, schon für Karren rumstehen, Alter. Nee. Das könnte auch sein. Wo sind die MBCs? Es geht um ein paar. Oh, das sind Nappers, genau. Schmerzmittel und sowas. Okay. Weil viele nehmen ja so einen Scheiß auch einfach mal, weißt du. Ja, was geht ab, ihr kleinen Bitches? Scheiß Nappers, genau. Echt? Fuck. Komm, Glizzy. Ja, die hauen ab. Holt euch die Wichser. Ja, ich melde mich gleich nochmal. Komm leider nicht hinterher. Die hauen sofort ab. Frage, ne, klär das mal. Oder, ja, warte am besten mal hier. Komm, da hinten sind Nappers-Kinder. Volle Kraft voraus. Hau die weg, die Wichser. Ja, hau die weg! Das sind die, Mann, das sind die. Doch, das sind die! Bitchballer, Mann. Die! Sind das Bitchballer? Yeah. Okay, lass die ficken. Lila Fleck, fick die! Yo, Payback! Ja, fick die Jungs! Ich guck, ob die Cops kommen. Ich liebe es einfach, ne? Pack dich mein Bruder an, Motherfucker! Was für deinen Bruder, Motherfucker? Scheiße, das war der Gute! In deine Fresse, Motherfucker! Yo! Hau die Bags! Los, bring mir einen von denen, dann zieh ich die runter und faul so den in den Arsch! Hoffentlich haben die das nicht gesehen. Die haben das nicht gesehen! Sauber. Yeah, sit your goofy ass down, bitch. What's happening? Wir holen ab, Mann. Wir holen ab. Bitch ass. Klapp. Yo, hold up, die Cops. Die Cops. Schnell weg, Bruder. Scheiße. Ich komm nicht weg. Ich hab gar nichts gemacht. Ich kann aus dem Rutsch schießen, ja. Einmal stehen bleiben. Fuck! Was für ein Aufriss für ein Rollstuhlfahrer, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder? Du hast uns geschnappt, Mann.
Herrschaften. Ja. Kann ich sie aber heute am Import gemacht haben? Gar nichts. Nicht? Ich habe gar nichts gemacht. Ein Bier getrunken. Da kamen zwei Marokkaner. Ich habe gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Ich wohne hier. Ich lebe hier. Und dann kapau. Der kickt wieder rein ein bisschen. Was? Ich habe keine Ahnung, Mann. Stell nicht so viele Fragen. Ja, Mann. Was soll ich gemacht haben, Alter? Ich sitze im Rollstuhl. Ich hab nichts gesehen, Mann. Ja, und mir hängen ständig die Haare im Gesicht. Was soll ich denn anrichten, bitte? Abend hier. Ja, nur guten Abend. Ja, was? Wir verschwenden Zeit hier, Sie wissen das, oder? Leider schon. Ja. Aber ich mag das, Leute aufzuhalten. Ja, oder such dir eine andere Scheißbeschäftigung. Ist so. Besorg dir meine Frau oder so. Ja, Mann, besorg dir eine Bitch-Scheiße. Jetzt muss ich hier mit dem Rollstuhl die scheiß Straße fahren. Sorry, war nicht extra, Mann. Wie? Yo, Bro, Mann, ich muss schnell ins Krankenhaus fahren. Ich glaube, der Wichser hat mir die Nase gebrochen. Ja, alles klar. Alright, weißt Bescheid, bis später. Jo. Er war locker noch Jungfrau. Was sollen die machen, Alter? Ja. Yeah. Scheiß Nappascanner. Einer hat G die Nase gebrochen, die fahren im Krankenhaus. Nein. Sollen wir da hin? Ich brauche nur ein bisschen. Wow. Ich kann nichts machen. Lass mal so einen Roller kaufen, du hältst dich dran fest. Ja, das wird dick, Mann. Ja, Mann. Fahr ruhig vor. Ich komm schon dahin. Okay, lass dich nicht catchen. Nachbarskinder sind Nachbarskinder, die Ballers, die gegenüber wohnen. Das werde ich halt niemals aus meinem Vokabular streichen, Alter. Können die natürlich auch anders beleidigen, aber für mich sind das einfach Nappaskinder. Und die nennen uns Frösche und so ein Scheiß. Wo warst denn du schon, wilder Scholti? Ich warte auf Trey. Ja, die haben sich da übelst gefetzt drüben, ne? Und du warst nicht dabei. Ich habe ihn nicht gesehen, Mann. Ich roll kurz zum Krankenhaus. G wurde die Nase gebrochen. Was, ins Krankenhaus? Ich sah am anderen Stock am Arsch. Fick dich. Lilas Kacke, Lila wird immer Kacke bleiben. Hast du eigentlich deinen Klient gemoddet? Ich habe LA Roads drauf, ja, und NVE-Lichter. Sonst nix. Scheißkoppers, Mann. Diese dreckigen Scheißkoppers gehen mir jeden Tag auf den Sack. Ey, nicht nur der, Mann. Wir haben gerade Nappaskinder verhauen. Wo denn? Ich wäre auch gern dabei gewesen, wa? Okay. Ich war Bike bestellen, Mann. Ja, ich schuld, du bist immer irgendwo außer bei uns. Kleiner Wichser. Ich war. Hey! Hängst den ganzen Tag mal diesen Drogenticker da ab. Das ist dein Fahrrad, Mann, ich muss dann rumkutschieren. Sonst muss ich laufen, da habe ich keinen Bock drauf. Er redet voll schlecht über mich, Mann, du blöder Wichser da vorne. Hat selber fick schon dich, Twelve, fick dich! Ach, fick du dich! Mit deinen dreckigen Schamhaaren in deinem Gesicht, ehrlich, Alter. Fick dich! Wie du aussiehst. Dein Schnauze. Hä? Dre für Arme. Ne, Dre nicht Dre, sondern Drake. You used to call me on my cell phone. Later when you need my love. Later, I know when the hotline bling. Friend boy, friend sucker. Oh, mein Rücken juckt, yo. Kann nur meiner kratzen hier. Der Scheiß, du brauchst dann so ein Teleskop-Ding, Alter, was du ausfallen kannst. Du brauchst auch so ein Teleskop-Ding. Kannst du gerne mal bewegen, guck mal aus, dich, Alter. Shut the fuck up, bitch. Wie bist du überhaupt da drin gelandet in dem scheiß Rollstuhl? Nachdem ich mit deiner Mom im Bett war. Ja, kannst du mal sehen. Da die dich fertig macht, das war mir sowieso klar. Klar, die mich fertig gemacht. Ja.
So Ohrfeige kriegst du, dann lagst du erstmal im Rollstuhl. Ja, was du für einfach. Scheiß. Ich kick nicht. Der kickt. Wo sind NPCs, Bruder? Wo? Nee, der hat kein Radio. Hast du dir jetzt ein Bike gekauft, Jordi? Bestellt, Mann. Ich kann es morgen holen vielleicht. Ja, ist die Straße frei? Ja. Zieh durch, Mann. Soll ich dich schieben? Geh mal weg. Irgendwie. Komm, ich mit der Hand rüber. Such dir mal eine andere Hand. Hoffentlich kriegt er einen 8 in seinen scheiß Reifen, Alter. Fick dich, Alter. Hallo, Maku. Hey, Jonny wieder mit seiner The Bowie-Pommes hier. Was war das denn? Was ist denn hier los? Was ist los, Opa? Kommst du noch hoch oder was? Du brauchst so einen automatischen. Komm, komm. Bergauf ist voll schwer, Mann. Johnny, kannst du da wieder anschieben? Du Idiot, Alter. Du kennst das ja nicht, Feldseite, weil dein ganzes Leben geht's immer bergab. Yo, G. Wir sind im Krankenhaus. Krankenhaus sind wir. Yo, der G ist doch im Krankenhaus noch nicht. Ja, gehört es hier, Jordi. Ja, Johnny spielt aber. Was hast du gesagt? Was? Die sagt einfach miau. Ja, mach Platz. Jojo meinte, irgendeiner ist im Krankenhaus. Ja, Glizzy hat gesagt, jemand, keine Ahnung. Boah, ich ruf ihn an. Wie ist mit Dings im Telefonieren? Wer? Die. Ich ruf Jojo an. Ja, ich dachte, du bist im Krankenhaus. Ja, ich bin hinten am Behandeln. Mit wem? Mit dem Doc, ich komm nach vorne. Ja, und wo ist G? Weiß nicht. Hast du nicht vorhin gesagt, du musst mit G im Krankenhaus, weil seine Nase gebrochen ist? Nein, ich muss ins Krankenhaus. Ach so. Ja, bestimmt vor der Tür. Okay, bis gleich. Wer ist sie denn? Hola, Mami. Ja, oh Glizzy, lass die Frau in Ruhe, du Heiratsschwindler. Sie sehen, ob ich ein das ziemlich dickes Auge, vielleicht können sie mir da helfen. Wie bitte? Ich hab ein ziemlich dickes Auge, vielleicht können sie mir da helfen. Ja, kommen sie mal mit. Ja, ich komme mit. Klärt er gerade? Curtis, wer ist jetzt hier von uns? Jojo. Nase gebrochen wahrscheinlich. Der Wichser, Junge. Ich hab ziemlich dickes Auge. Oh, wie schlank ist du im State Prison, Tertoy? Warum? Weil du ein scheiß Drogendealer bist. Und du hast schon gekauft von mir. Ich weiß. Was ist los? G. Ja, geht's euch gut? Ja, aber Jojo meinte, du hast die Nase gebrochen. Jetzt sagt er hat seine Nase gebrochen. Nee. Ich hab ein bisschen was aufs Auge bekommen und so, ja, aber brauche ich jetzt keinen Mediziner für, Mann. Die haben Glizzy und mich angehalten schon wieder, aber die konnten uns nichts. Ja, ich hab's gesehen, ich bin ja vorbeigefahren, dann stehst du da im fucking Rollstuhl, Mann. Ich hab euch angefeuert. Scheiße, die Wichser. Ja, Mann, hab ich gesehen. Einen habt ihr aber ausgenockt, ne? Ja? Meine Nase ist auf jeden Fall nicht gebrochen, zum Glück. Badadoos! Aber ich hab einen Cut an der Augenbraue.
Bye, have a beautiful time. Mich hat's diesmal nicht so schlimm erwischt, Mann. Yo, Mr. Beast, cheer, vielen Dank für Wisab im fünften Monat. Ja, ist auf die. Und das alles passiert wieder, wenn Mila pennen geht. Glizzy hat ein dickes Auge, der ist mit der Ärztin nach...